Ich versuche erstmal zu speichern und neues Equipment zu kommen. Scheiß drauf, was da jetzt innen drin ist. Das sind bestimmt jetzt neue Gegner. Das ist der Rechtshänderschlüssel gewesen, glaube ich. Ich gehe mal hier durch. Ich habe gar keinen Bock drauf. Am Ende gehe ich deswegen noch drauf. Gibt's dort neue Dresses? Nee. Weapons? Was ist das? Starker M15 hier. Eine Pumpgun! Ja! Thank you. Thank you. Jetzt speichern wir. Beziehungsweise die hier draußen erledige ich noch. Da muss ich das vielleicht immer wieder machen. Hier unten war auch noch einer. Nur schnell ein paar abfrühstücken. Was passiert denn, wenn man die anderen Gegner alle nicht tötet? Kommt dann immer mehr hier in diesen Raum? Das wäre dann irgendwann richtig pervers. Aber es scheint nichts weiter zu sein. Okay. Das will ich auf jeden Fall speichern. Und dann gehen wir wieder runter, dann unten im Keller war nochmal für den Rechtshänder. Da brauchen wir den rechtshändigen Schlüssel. Und ich glaube, in der Nähe des Pianoraums war auch nochmal. Welcome! Thank you! Erstmal in den Keller, weil ich glaube nämlich, das ist der falsche Weg im Keller. Schickt noch mehr Clowns und Puppen gegen mich. Die kann ich mit dem Schwert besiegen. Hier war einer. Ach, jetzt bin ich einfach nur hier. Das ist der einzige Sinn von dem scheiß Fahrstuhl. Okay, dann ist der. Wow. Aber das ist schnell. Ja, okay, das weiß ich. Ich will wissen, ob ich da nochmal rein kann. Angenommen, es gibt ein neues Spiel Plus. Dann, und du gibst halt nicht alles für neues Equipment aus. Dann hast du an der Stelle schon richtig viel. Nee, geht leider nicht. Ich würde da gerne nochmal runtergehen. Vielleicht mit einer Schrotflinte. Mit der Schrotflinte kann ich mir vorstellen, ist es besser. Hier unten eigentlich gar nichts mehr.
Ja, der Aufzug ist jetzt halt oben. Ganz ehrlich, dieser Aufzug ist sinnlos. Warum haben wir den nochmal instand gesetzt? Habe ich schon mal meine Vermutung kundgetan, weil ich habe gesehen, es soll anscheinend ein ganz merkwürdiger Endboss sein. Also jemand, mit dem man nicht gerechnet hat. Ich habe 3 Vermutungen. 4. Nee, das ist der Verbrecher, den wir suchen, ist so unwahrscheinlich. Ich sage, der alte Mann ist es. Den wir am Anfang gesehen haben. Alternativ wäre es entweder unser Boss oder, was ich nicht glaube, dass unser Boss ist, und unser Kollege wäre auch sehr weird. Aber ich vermute, es ist der alte Mann, den wir gesehen haben im Intro. Hier gab es doch irgendwo was hier? Ja, doch hier hinten. Hier gab es doch irgendwo noch was, wo ich einen rechtshändigen Schlüssel brauchte. Das war's nicht. Aber hier vorne, oder? Kann ich nicht untersuchen. Was sind das hier? Hands Rounds. Ich glaube, das sind... Kann ich auch nicht anschauen. Aha. Okay, der ist verschlossen, aber es ist kein Schlüsselloch. Was hat mir dieser Raum jetzt gebracht? Bin ich schon wieder verwirrt. Kann ich nichts machen. Habe ich noch irgendwas, was ich da verwenden kann? Stehe ich schon wieder auf dem Schlauch. Okay. Ich versuche doch nochmal den Aufzug. Vielleicht kann ich damit ja doch was machen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir noch ein Schlüsselloch haben. Zurücklaufen ist auf jeden Fall richtig gewesen. Ich brauche bloß noch oben diese eine Hälfte. Aber ich habe gedacht, die kriege ich, wenn ich jetzt hier weitermache. Geh nochmal zum Aufzug, vielleicht kann man da mehrere Etagen jetzt machen. Ja. Ich guck nochmal, ob ich hier noch irgendwas finde. Habe ich im Garten irgendwas übersehen? Ich bräuchte ein Seil. Ich kann im Garten weitermachen, da bräuchte ich bloß ein Seil, aber vielleicht lag da irgendwo eins und ich habe es jetzt nicht gesehen. Gleich nochmal gucken. Weil das Logischste wäre ja, dass hier irgendwo ein Seil liegt, deswegen, dass ich dann wieder in den Garten gehen muss. Denke ich jetzt zumindest. Und so in so einem Lagerraum wird da wohl irgendwo ein Seil sein. Ich hätte gedacht, der Aufzug bringt mich noch in andere Etagen. Links ging nach oben. Andererseits finde ich hier aber auch keine Gegner. Aktuell. Da oben auch noch irgendwo ein Schlüsselloch? Ich glaube fast nicht.
Kann ich die Tür aufschlagen? Nur mal so als Frage, da könnte ich eine Menge Weg sparen. Nö. Tür ist verrammelt. Also muss doch irgendwas sein. Was habe ich davon? Da komme ich nicht durch, ist von der anderen Seite verschlossen, aber ich kann doch keine Tür öffnen ohne. Warum kann ich. Was kann. Warum habe ich diesen Raum freigeschaltet bekommen? Und in all diesen Sachen hier ist nichts Wichtiges drin. Kann ja auch klicken, wie ich will, da passiert gar nichts. Und ich habe nichts, was ich verwenden kann. Okay, ich guck mal, ob ich einfach rausgehen kann, kurz aus dem Spiel. Und dann gucke ich mal nach, wo ich weitergeht, weil keine Ahnung. Help, das hilft ja nicht. Map. Current Location, da bin ich. Barrikade. Locked door. Moment, da ist noch eine verschlossene Tür. Da ist eine verschlossene Tür. Da ist auch noch eine verschlossene Tür. Ground Floor. Okay. Ich gehe mal zur verschlossenen Tür. Das ist aber jetzt nicht hier, oder? Nee, nee, ich bin immer noch hier. Gut. Oder heißt, nee, Doktor heißt ja eigentlich immer nur. Das müsste ja hier sein. Vielleicht sollte ich öfter mal auf die Karte schauen. Nee, war das falsch. Aber hier war. Das ist der Weg zurück. Aber die Tür ist nicht verschlossen. Ja, angeblich ist diese Tür verschlossen. Okay. Da oben ist wirklich zu. Ah, da oben. Ah, okay. Ich komme dann später da oben wieder rein. Gut. Vielleicht haben wir hier noch mehr. Da ist noch eine verschlossene Tür neben dem Aufzug. Vielleicht habe ich doch was vergessen. Irgendein Raum, an den ich mich schon gar nicht mehr erinnern kann. Kann ja sein, kommt vor. Da muss ich da hinter Richtung Funhaus war das. Hier ist dieses Rondell. Da müsste ja irgendwo hier sein, aber hier geht es zum Funhaus. Da muss ich wirklich weit. Okay, ab ins Funhaus. Oh, vielleicht sind deshalb hier wieder sind deshalb die Clowns gekommen als Hinweis. Da gehe ich doch lang, oder? Oh.
Gut, ich weiß wieder, wo ich lang muss. Da kommen aber keine neuen raus, oder? Nee. Nach links. Einfach mal die Karte benutzen, ist hilfreich. Aber sonst, wie gesagt, sonst werden jetzt auch keine neuen Gegner. Den da brauche ich jetzt echt nicht. Was hinten durch. Bin ich hier richtig? Aber ist doch der nächste Woche nicht. Ach, richtig, hier ist ja noch ein Schlüssel. Okay, das ist nicht hilfreich. Dann würde ich sagen, das... nee, wartet mal. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bye, Leute. So. Das ist wieder was, an das ich nicht gedacht habe. Hier komme ich leider noch nicht weiter. Hier muss ich dann wieder hin. Und ja. Und zwar... habe ich tatsächlich was vergessen. Und zwar stand auf irgendeinem, dass es 3 Ebenen vom... vom Aufzug gab. Aber, Mann, das habe ich ganz am Anfang gelesen. Hier müssen wir wahrscheinlich danach hin. Ich habe noch gelesen, wo ich weiter muss. Und dann habe ich halt aufgehört zu lesen, logischerweise. Wir müssen zurück zur Halle. Warum der Soldat jetzt hier drin war, weiß ich nicht. War hier ein Soldat? Nee. Da war einfach nur hier vorne. Ach, verdammt! Ich habe mich vom Hintern ablenken lassen. Naja, in die Richtung ist nicht so schlimm. Klar, schon scheiße, weil ich Leben verliere, aber trotzdem. Okay, ich muss zum Aufzug tatsächlich. Zumindest stand es an der Lösung. Jetzt geht's nach unten. Ach so, jetzt verstehe ich auch den Sinn davon. Aber ganz ehrlich, wer baut so einen Aufzug? Wenn ich drauf gehe, gehe ich halt nochmal drauf. Das ist jetzt nicht so wild. Hauptsache, ich weiß, wo es weitergeht. Und habe einigermaßen eine Chance, das zu schaffen. Und jetzt muss man nochmal in den Aufzug, weil jetzt ist hier ein anderer Aufzug. Ja, damit habe ich natürlich voll gerechnet. Ja, deshalb brauchen wir auch den Schlüssel. Sind wir in der Kapelle. Ich höre noch keine Gegner, das ist schon mal gut. Oh, ich... Aha, das ist dieser Zwischenbereich. Das heißt, irgendwo hier kann ich dann...
Dieses Amulett. Also ich krieg bestimmt gleich die Hölle los, wenn ich es nehme. Warrior Disc. Okay, das ist auch kein Schlüsselloch. Kann ich jetzt einfach was nehmen und abhauen? Interessant. Hallo? Damit komme ich, glaube ich, oben weiter. Dann müsste ich ja oben jetzt das öffnen können. Ganz oben. Was hat es mit diesen Türen ohne Schlüsselloch auf sich? Ah, endlich kommen wir hier weiter. Ich hätte jetzt immer Angst, dass es wieder reingeht. Wieder rausgeht. Okay, jetzt bin ich hinter diesen Dingern. Und hier ist die Bibliothek, oder? Ach nee, das mal. Ja, doch, die Bibliothek. Was bist du denn? Das Creature ist dangerous. Dieses Ding ist sehr stark. Ich sollte nicht dagegen kämpfen und versuchen. Wegzuschleichen. Ach, wie bin ich reingekommen? Eine andere Sicht wäre ja nicht schlecht. Ich sehe absolut nichts. Das ist echt toll! Du siehst nämlich... Da wäre eine andere Kameraperspektive mal nicht schlecht gewesen an der Stelle. Dort in der Ecke, da gehört eine andere Kamera hin, dass du sehen kannst, was passiert. So, jetzt verliere ich aber weniger Leben tatsächlich. Jetzt weiß ich, was zu tun ist. Aber da gehört eine andere Kameraperspektive hin, dass du wenn du schleichen sollst, ist es gut, wenn du siehst, wohin du schleichen musst. Dieses Ding ist verdammt stark. Ich sollte es umschleichen. Ja, schön, danke. Das ist aber wie gesagt nur sinnvoll. Wenn ich halt jetzt sehe, wo ich in die schleiche. Auf jeden Fall, es ist wirklich sehr stark mit der Minigun. Problem ist, ich wüsste gerne. Wohin ich schleiche? Hey, geh doch da hoch. Ich habe schon damit gerechnet, dass ich jetzt drauf gehe, aber... Also kämpfen können wir gegen das Ding auf jeden Fall nicht. Ich wüsste zumindest nicht wie. Und es scheint auf alles zu schießen. Was man vielleicht auch ausnutzen könnte. Ich weiß nicht, ob man es zerstören kann. Ich bin mal gespannt, was es noch alles für Gegner gibt. Weil das Vieh ist schnell. Es hat Fernkampfangriff. Und ja, ich glaube, wenn es dich einmal hat, dann bist du eh tot.
Aber es hat mich mit gratis Dingern versorgt. Gratis Zahnrädern. Nicht zu verachten. Ich fürchte aber, das wird mir nicht viel bringen. Wechsel bitte die Kamera. Solid Wooden Candlestand. Nichts Nützliches hier. Ich hoffe mal, dass das Vieh mich jetzt nicht gleich erschießt, aber ich glaube, das dreht hier genau an dieser Stelle. Da ist noch eins irgendwo. Der hätte mich jetzt voll gesehen. Was? Toll, ich kann nichts machen. Toll! Tolle Sache! Das hört nicht auf, das hat eine Minigun obendrauf. Die zwar nicht so schnell funktioniert wie eine Minigun normalerweise, aber... Ich meine, wenigstens habe ich das passende Outfit hierfür. Die Viecher kann ich jetzt schon nicht leiden. Ich hoffe, dass ich dann, wenn ich das durch habe, an der Stelle nie wieder da rein muss. Das ist so ein typischer Arschlochgegner. Der ist nur da, um die Leute abzufacken. Garantiert. Ich überlege, ob ich jetzt einfach mal zwischendrin speichere, weil ich möchte das nicht immer 100.000 Mal machen. Es geht zwar recht schnell, aber kostet halt auch Zeit. Ach verdammt, ich hab die gar nicht geholt. Upsi. Jetzt ist, wenn man gedanklich schon wieder weiter ist. Das wäre doch mal ein richtiger Bosskampf gegen so ein Vieh, gegen das du nicht gewinnen kannst. Aber er hat mir im Grunde schon gesagt, dass du keine Chance, dass es besser ist, wegzulaufen. Da hole ich mir dann einfach gleich die... Die Dinger. Die
Zahnräder und Speicher. Da wollte ich nicht hin. Aber ich glaube, der Shortcut ist absichtlich so gewählt, dass du dann speicherst, damit du nicht immer wieder alles wiederholen musst. Aber ich muss ja auch erstmal wissen, wie die Viecher reagieren. Was soll ich denn wissen, dass die plötzlich an die Seite schauen können?